Und wir haben uns für eine thematische Präsentation entschieden. Also wir vernachlässigen damit die sonst üblichen regionalen Aufteilungen, die in den meisten Völkerkundemuseen stattfinden. Und dadurch gibt es kulturvergleichende Einblicke, die wir sehr spannend finden. Also dieser Bereich der Ausstellung beschäftigt sich damit, wie man umgeht mit den Ahnen in verschiedenen Kulturen, welches Leben mit den Ahnen möglich ist. Und da sind zum Beispiel zwei Bereiche gegeneinander gestellt oder gegenübergestellt, ebenbürtig. Das ist auf der einen Seite die Malangan-Skulpturen Neuirlands aus Papua-Neuguinea und auf der anderen Seite ostasiatische Objekte. Und da sieht man zum Beispiel zwei völlig unterschiedliche Arten des Umgangs. In der Südsee werden nach 10 Jahren nach dem Tod werden große Feierlichkeiten gemacht, dafür werden diese Skulpturen hergestellt. Aber dann ist wirklich Schluss mit dem Ahnen, also man möchte sich nicht mehr der Ahnen erinnern. Ja? Und dagegen Ostasien, wo wirklich die Ahnenverehrung eine zentrale Rolle in der Kultur spielt und man nach Möglichkeit 7 Generationen zurück eigentlich in seine eigene Familie kennen muss. Außerdem haben wir, obwohl unsere Sammlungen sich meistens aus dem 19. und 20. Jahrhundert zusammenstellen, auch sehr viele zeitgenössische Objekte integriert, um dadurch Kulturwandel, Veränderung der Kulturdynamik, Flexibilität der Kulturen darzustellen. Es ist uns wichtig, da also unsere Besucher auch dafür zu sensibilisieren.